Also hier nochmal ein Vergleich von ULED zu OLED. Ja. Links haben wir ULED, rechts haben wir OLED. Ja. Und wir lassen einfach mal die Bilder sprechen. Ja. So, Farbtiefe, fällt dir was auf? Also ich finde, links ist tatsächlich ein bisschen satter von den Farben. Ja. Mir gefällt das links auch ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Hier haben wir, hier gefällt mir das linkgrün auch viel besser, weil es mehr diese Grasfarbe hat, ne? Rechts ist mehr dieser... Ja, rechts ist ein bisschen künstlicher, ne? Genau. Rechts ist ein bisschen so auf künstlich gemacht. Also jetzt sind links mehr Details zu erkennen. Oder? Vielleicht bilde ich es mir auch ein. Ja, auf jeden Fall sind natürlich die Farben ein bisschen anders. Ich finde, obwohl ich großer OLED-Fan bin, hier die Farbwiedergabe auf dem linken Display wesentlich besser gerade. Es ist nicht so, also rechts wirkt es halt künstlicher, zwar auch sehr schön, aber links ist halt so ein bisschen realistischer, es ist nicht so auf Hochglanz getrimmt. Genau. Aber ich finde eigentlich beide Bilder klasse, muss ich sagen. Ja, also da entscheiden Nuancen und ich denke, wer sich mit der Technologie auseinandersetzen möchte, der wird sowohl mit OLED als auch mit OLED gut fahren. Ja, richtig. So sehe ich das auch. Und jeder sollte sich auf jeden Fall hier auf der IFA ein eigenes Bild machen. Kommt einfach mal vorbei zum Highsense-Stand und überzeugt euch mal selbst von der neuen OLED-Technologie. Oder kauft euch einfach einen ULED und einen OLED-Fernseher und guckt dann zu Hause, wie es aussieht. Das war's, Leute. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert, abonniert, bleibt hochauflösend. Let's play und ciao. Ciao.